Servus von der Eudenwiesen. Mein Name ist Jeanette Graf, ich bin Modestylistin und Bloggerin und mache heute hier auf der Eudenwiesen den Style-Check. Ich frage mich vor allem, warum zahlt man hier Eintritt, wenn es doch direkt die Wiesen daneben gibt und die ist umsonst? Also wir suchen uns Interviewpartner und schauen, wie die Dirndl hier auf der Eudenwiesen aussehen. Und ich habe hier die Gabi getroffen und Gabi hat ein wunderschönes traditionelles Dirndl an. Gabi, erzähl mir mal, warum bist du auf der Eudenwiesen und nicht auf der richtigen? Weil das gemütlicher ist wie die richtige. Das heißt, es ist weniger los oder? Na schon, es ist schon genug los, aber es ist einfach bayerisch traditionell gemütlich. Genau, das wollte ich hören. Genau. Du bist also eine richtige Bayerin, oder? Geborene Münchnerin. Endlich habe ich ein Münchner Kind. Schwabingerin. Wunderbar. Alles. Was sagst du denn, liebe Gabi, dazu, dass die internationalen Gäste die Wiesen so lieben? Ja, ist ja logisch. Würde ich auch, wenn ich aus Amerika oder sonst woher kommen würde. Es ist einfach bayerische Gemütlichkeit. Das sagst du was Richtiges. Was sagst du denn in Sachen Dirndl? Gibt es da Sachen für dich, wo du sagst, das geht gar nicht? Was geht denn nicht? Ja, also die modernen, die kurzen, die und dann, ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Holz vor der Hütten, aber es soll dezent sein und nicht so neumodisch, sage ich jetzt einmal. Also bist du eher für die Tradition, das klassische Dirndl? Ja, bin ja auch schon so alt, dass ich für die Tradition bin. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast dieses Jahr, es gibt sogar Dirndl ohne Blusen. Findest du, dass es geht? Gar nicht. Ein No-Go. No-Go. Ja. Vielen Dank, liebe Gabi, für das Interview. Bayerisch sagt ein No-Go. Ein No-Go. Vielen Dank, liebe Gabi, und viel Spaß noch, gell? Danke. Wir haben hier Alexandra und Daniel auf der Eudenwiesen. Und mich würde interessieren, warum seid ihr auf der Eudenwiesen? Weil es kostet jetzt, so viel ich weiß, 3 € Eintritt pro Person. Ja, es ist interessant, einfach mal zu sehen, wie es früher war. Finde ich interessant. Wie es früher war. Und was ist dein Grund? Ja, man ist auch neugierig, ob da hier vielleicht die Preise auch vielleicht auch anders sind, ob jetzt, sag mal, man das wieder reinholt über diese 3 € da, die sich dann im Endeffekt dann auch lohnen. Ja, ist es denn so? Ist es günstiger? Ja. Also ich denke schon, dass das Essen oder zumindest diese Schoko oder diese Lebkuchenherzchen sahen jetzt ein bisschen billiger aus. Ja. Die waren auch billiger, die waren günstiger. Das heißt, die 3 € holt man auf alle Fälle wieder rein? Ja. Ich denke schon, dass man die wieder reinholen kann. Je nachdem, an was man halt interessiert ist, ist es möglich doch. Alexandra, du meintest, hier ist es wie früher, so traditioneller. Was ist denn hier anders? Ja, einfach schon, wie es hier aussieht. Das sieht man einfach. Ja, wenn die Fahrgeschäfte, überall stehen diese älteren Traktoren darum. Also wenn man sich das sowas interessiert, kann man sich natürlich auch näher anschauen. Jetzt neben uns oder hinter uns fährt gerade einer. Und da dort nach drüben gibt es so ein älteres Fahrgeschäft. Ich glaube, da kostet Fahrt ins Paradies oder so heißt. Das ist quasi so eine langsame Leopardenspur für 1 €, die werden wir jetzt dann noch fahren. Also es sind doch manche Sachen auch dabei, die man jetzt beim Rest nicht sieht. Also für 1 € ein Fahrgeschäft, ja, das ist ja wirklich spottbillig, oder? Ja, doch. Wirklich, holt sie wieder auf der anderen Seite wahrscheinlich ja nicht. Nee. Was auch noch auffällig ist, zum Beispiel an deinem Dirndl, hier auf der Eudenwiesen sehe ich sehr viel traditionelle Baumwolldirndl und du stichst ein bisschen hervor mit Glitzer. Ja. Siehst toll aus. Ist das ein besonderer Designer? Was hast du dir beim Kauf deines Dirndls gedacht? Was gefällt dir an deinem Dirndl besonders gut? Ich hab's gesehen. Das ist vom Angermeier. Also schon bekannt. Hat aber auch mehr gekostet. Dafür sieht's auch bezaubernd aus. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Kennst du dich mit der Schleifenbindung bei den Dirndls aus? Mitte war verwitwet oder so, so um den Dreh. Und rechts war? Rechts war vergeben und links war Single und Mitte war verwitwet oder irgendwie so. Du bist richtig gut informiert, wunderbar. Seid ihr denn Münchner? Nein, also jetzt nicht direkt.
aus Bayern, aber nicht aus München. Ihr seid Bayern, das wollte ich hören. Wunderbar, ja. Die wissen halt, wie es geht. Ihr seid super zusammen aus. Du hast wahrscheinlich auch das Hemd ausgesucht, oder? Das ich nicht, das andere habe ich ausgesucht. Du hattest es vorher schon, weil was schön ist, dass ihr es aufeinander abgestimmt habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Wiesn und vielen Dank für das Interview. Danke auch. Danke. Olden Wiesn, das ist Florian. Und Florian ist mir aufgefallen, weil er keine Tracht trägt. Florian, warum bist du auf der Olden Wiesn und warum trägst du keine Tracht? Weil ich keine Tracht habe und aus Baden-Württemberg komme, aber hier in München wohne und ich mit meinem Sohnemann hier bin. Und ja, hier ist einfach gemütlicher ist wie auf dem Oktoberfest draußen da direkt. Ist ein bisschen familiärer. Familiärer, für Kinder ist es schöner, gell? Richtig, ja. Alles klar. Und du bist aus Baden-Württemberg, darum ist dir das verziehen, dass du keine Tracht hast. Aber kennst du dich denn ein bisschen aus mit Tracht? Ein wenig. Eher weniger. Eher weniger? Eher weniger. Das heißt, du wüsstest jetzt auch nicht, wie das mit der Schleifentechnik bei den Dirndls ist? Um Gottes Willen, nein. Du weißt nicht, was es heißt, wenn die Schleife doch, rechts ist? Ich glaube, rechts ist verheiratet, links ist Single. Wow, ja. Siehst du, du weißt mehr wie gedacht. Okay. Ich wünsche euch noch, dir und deiner Familie, eine schöne Wiesn. Vielen Dank. Ciao. Also mir hat es auf der Olden Wiesn sehr gut gefallen. Es ist viel traditioneller. Hier sieht man die Traditionsdirndl aus Baumwolle, klassisch. Hier ist die Wiesn noch wie vor 100 Jahren, also sehr originell. Sie kostet zwar 3 Euro Eintritt pro Person, allerdings holt man sich das sehr schnell wieder herein. Das Essen ist günstiger, die Süßigkeiten sind günstiger. Die Fahrgeschäfte gibt es ab 1 Euro und für Kinder ist es hier gigantisch. Es ist viel ruhiger wie auf der Originalwiesn und gemütlicher. Das haben hier wirklich alle bestätigt. Also nichts wie hin. Ihr habt noch ein paar Tage und nicht vergessen, sauft euch nicht zusammen, denn ihr müsst ja nächste Woche wieder fit sein. Vor der Wiesn ist nach der Wiesn, nach der Wiesn ist vor der Wiesn und wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, eure Jeanette. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.